Und wir sind wieder da. T to the K to the K to the K to the G und A, B, C, D, E, F, G, H, A, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ja, so sieht's aus, das ist doch ganz nett. Und wir gehen rein in die Kacke mit T, K, G, die haben doch eine Macke. Ja, Leute. Es war jetzt long time Silencio und jetzt sind wir wieder back und wir fassen mal zusammen, was passiert ist. Also der Schäffler wurde überfallen oder so und das Mufflon wurde ihm weggenommen. Dann der Bongs ist angeblich weg und dann hat Tims Mutter irgendwie zum Flughafen gefahren und genau, dann waren hier beim Schäffler. Ja, genau, das sind diese eine Handabdruck und dann so ein Flossending. Da hat jemand angetaucht und hat ihn dann überwältigt mit einem Schlag, mit einem Hit ins auf den Schädel. Und wir vermuten alle, es war dieses Mädel, weil da diese komische Schminkdose mit den Initialen from the girl waren da. Ne? Wie heißt sie noch gleich? Irgendwas mit F und J? Nee, mit A und F? A und J? Ah, keine Ahnung, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ah, sie ist weg. Na, siehst du. Sie ist weg. Der Bongs ist abgereist. Sie ist gone. Und ja, wir haben jetzt sehr viele Charaktere schon sehr lange nicht mehr gesehen, auffälligerweise. Und das ist natürlich ein bisschen freaky. Aber vielleicht sehen wir jetzt was von oben, wenn wir da runter gucken, übers Land. Mit Tim können wir da hin. Der hat so ein bisschen einen Blick. Hier ist nichts, was uns weiterbringt. Shit. Weil sie hat ja irgendwie gesagt, dass man hier unten ein gutes Versteck auch haben könnte. Ja, und dann geht es ja immer noch darum, wer ist dann wirklich der Kunstdieb? Ist sie es? Ist er es? Gibt es den Kunstdieb überhaupt? Ist der Bongs wirklich weg? Na, also Tims Mama hat ihn zum Flughafen gefahren. Das war der Info, den wir hatten am Start. Und der vertrauen wir, glaube ich, schon, oder? Meint ihr, dass Tims Mutter hier mit drin hängt? Aber Champ war auch schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist wieder Abklapperzeit. Die Ereignisse überschlugen sich deutlich. Und wir gucken jetzt mal, ob wir mit Tim irgendjemandem begegnen irgendwo. Da ist ja auch noch diese komische, weirde Sache in der Diskothek, ne, wo wir nicht genau wissen, wo das hinführt mit diesem komischen Raum, das Zimmer des Spiegels, ne, nennen wir es jetzt mal, ganz verspielt. Und dass wir da mal gucken auch, was hat es damit auf sich? Wie Klößchen hier das Mufflon ausgemacht hat. Das sagt er jedes Mal. Und das finde ich komisch. So, dann. Genau, Kunstatelier. Atelier. Die Frau ist auch noch irgendwie im Game. Aber die macht nicht mehr open, ne? Das ist alles geschlossen jetzt bei dir. Geschlossene Geschnellschaft hier. Abgesperrt. Ja, abgesperrt, Bruder. Abgesperrt. Und dann hatte ich die wilde Idee, wir könnten ja unter Wasser nachschauen, ne? Weil wenn sie mit den Flossen im Tauchanzug unterwegs ist und wir mit der Poseidon ja unters Wasser gehen können, weil es ja ein Unterwasserseeboot ist. Unterseeboot. Unterwasserseeboot? Unterwasserboot. Unterseeboot. Ja, wisst schon. Und das ist auch noch ein ganz weirder Spot hier mit dieser Tür für den Chef und dann hier noch ein Clubeingang und dann da diese Verstecketür und hier kann man irgendwie einen Spiegel reinsetzen, aber wir haben keinen Spiegel. Und da sehen wir Tim. Ja, haut das denn hin? Ja. Ist hinter der Bongs? Hat sich da jemand versteckt? Muss es aufs Maul geben? Aha. Da sitzt er. Und hält ein Schläfchen. Dann kontrolliert aber natürlich auch gerade keiner die Sicherheitstür, ne? Aber da können wir eh nicht rein. Es sei denn, Tim tritt sie auf. Mit so einem Tritt. Hiya. Aber macht der Judo, der wird nicht getreten. Er könnte jemanden nehmen und ihn damit die Tür einschmeißen. Es öffnet niemand.
Ist wohl zu. Gefällt es dir hier? Wer kommt so alles hierher? Ach, abschauen. Alle, die wollen haben Fun. Nein, weg. Viele aus England und Skandinavien kommen, um zu tanzen. Ich schneide. Boy. Es hat jetzt nur eine halbe Ewigkeit gedauert, um herauszufinden, dass man mit Gabi zum Schäffler kann und dann, ne, hier. Wow. Das, wow. Der Täter kam aus dem Wasser und hat sich nach der Tat vermutlich umgezogen. Dabei ist das hier runtergefallen. Umgezogen? Meinst du, der Kerl schlägt mich nieder und veranstaltet noch eine Modenschau? Ja. Und das ist konfisziert. Hey. Es gehört garantiert Bongs. Was? Wieso Bongs? Da steht da S drauf. Oh, er ist aber ein ganz schön eingefahrener Eingefahrenheitsbüßling, oder, der Bengel? Also, so, man muss ein bisschen open-minded sein. Ah, guck mal. Haben Sie Schmerzen? Wissen Sie, dass Bongs ein wasserdichtes Alibi hat? Genau, sein Handy ist rausgefallen. Ist haben gut. Sie Schmerzen? Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ah, kennen wir schon, ja. Kluge Detektive schon. Nochmal hin, dann fragen wir das mit dem Bongs-Alibi. Okay, aber immerhin, tut sie was? Ja, und das ist Wahnsinn. Was tut, ist allweil was Gutes, sagt man bei uns. Wahnsinn, was tut, ist allweil was Gutes. Wissen Sie, dass Bongs ein wasserdichtes Alibi hat? Ja, ein wasserdicht wie das Wasser hier, wissen ne? Wissen Sie, dass... Na dann... Dann war es eben, Bongs hat ein Alibi? Ja. Aber dann kann es tatsächlich nur... Eine Frau gewesen sein? Ja. Brechen Sie sich bloß keinen Zacken aus der Krone. In unserer Gegenwart wird er einfach nicht redselig. Das ist also auch Wir müssen ein Tipp. Wir hören, was er sagt, ohne dass er uns sieht. Oh, yeah. Ich frage mich, wie viele Leute noch hinter diesem Bild her sind. Ach, Karl. Eigentlich traue ich keinem über den Weg. Ja, ja. Ich brauche Karls manipulative Überwachungstechnik. Karls coole Superwanze. Wenn wir die Schäffler unterjubeln, können wir sein nächstes Telefonat belauschen. Nice, Bruder. Können wir wie so eine Ohne Pseudo. Den Empfänger anzuschalten, macht das Ganze wenig Sinn. Oh, entspann dich doch mal. Fertig zum Lauschangriff? Ja, und jetzt? Fertig zum Lauschangriff. Willst du es nicht erst irgendwo einbauen, ja, in deine Superwanze, du? Ja, du bist so ein pedantischer Detektiven-Bengel, du. Okay, dann manipulieren. Haltet euch gefälligst von mir fern. Also kann Karel das jetzt nicht machen? Wow. Da müssen wir wieder Gabi hinschicken. Weil Frauen lässt er ja eher sich ran, ne? Das ist so der kleine... So ein kleiner Ekliger. So, okay. Nee, es geht auch nicht. Geht im Sand buddeln und planschen oder was Kinder sonst so machen, wenn sie am Strand sind. Was das Kinder machen, wenn sie am Strand sind, das willst du nicht wissen, Bro. Aber gut, warte mal. Nee, das geht nicht. Aber wem können wir es denn jetzt... Mit wem? Ich meine, wir haben die jetzt hier eingepackt. Kann er das? Kann Tim das? Wie kann man nur so dämlich sein? Wie du? Mit seinen Patschhändchen alle Spuren zunichte machen. Was? Bist du dumm? Was für Spuren? Wir haben einen krassen Spurensuch-Superdetektor, Karl, der Computer und du hast gar nichts. Also er ist auch ein kleiner Weirdo. Okay, jetzt keinen Rückzieher. Okay, Tim kann das also, ja? Ja, komm. Rein mit der Sim. Voll gehackt. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren. Hä? Was für Nerven verlieren? Wo ist das Problem? Ich habe so viel Fernbedienungen dabei, dass ich gar nicht weiß, welche ich nehmen soll. Geschafft. Oh, geiler Typ. Und weg. Das perfekte Verbrechen. Psst, Karl! Auftrag ausgeführt. Ja. Ich habe Schäffler verwanzt. Ausgezeichnet, Häuptling. Diese Aufgabe erforderte wirklich Mut. Hoffentlich entdeckt er die Wanze nicht so bald. Wie denn? Die ist doch im Handy, oder? Wie machen wir das jetzt? Wie hören wir die jetzt ab? Ich glaube, in diesem Fall können... Oh. Wie hören wir die Wanze jetzt ab? Ich
meine, wann ist es denn jetzt? Au, oh, er ist weg. Aha. Okay, aber dann müssen wir doch die Wanze benutzen, oder? Warum können wir es nicht? Wieso können wir das jetzt nicht? Ja, Mann, das ist so geil. Wir haben das Mufflon mit einem Peilsender versehen, ja? Nutzen das Suchgerät dafür aber nicht. Und wir haben den Scheffler mit einer Wanze versehen, nutzen aber das Empfängergerät nicht. Das ist mal wieder, also TKKG at its best. Fein, fein, fein Hochleistung. Wo könnte denn hingegangen sein zum Teflonieren? Der Bengel da ist er nicht. Wahrscheinlich hier wieder ins Kloster. Nee. Irgendwo so muss er doch sein. Ist, wir sollten weitermachen. Ja, ja, ciao, 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 ciao. Dann, also, das ist doch der Sinn von so Überwachungsausspionagetechnik, dass man den eben nicht hinterherlaufen muss. Ne? Sondern dass, damit man ja weiß, aha, wo ist derjenige und was hat er da zu verlauten? Ja? Jesus. Wer kommt denn jetzt ran an das Ding? Tim vielleicht? Kann Tim vielleicht damit gleich arbeiten? Nein, toll. Ja, es ist schon ein bisschen was komisch, ne? Also... Ich habe noch mal eine Idee. Wir gucken mal, ob die hier von Erfolg gekrönt sind wird. Vielleicht hier an der Felsküste, an der Bank. Nein, natürlich nicht. Ein falscher Schritt. Okay. Damn. Okay, also ich musste jetzt mit Karl hierhin, damit ich das höre. Mensch, die Wanze. Also das... Ich hab's Empfangsgerät einfach in der Tasche, ja? Und? Ach so. Ja. Ja, wow. Amanda Styles. Sie muss Cookie sein. Und sie hat den Museumsdiebstahl im Auftrag des Mannes begangen, den Scheffler gerade angerufen hat. Der war ja ganz aufgebracht. Das ist, weil er denkt, sie könnte das Bild ausgerechnet seinem Rivalen überlassen? Bloß wem? Na, wie? Wann? Und Bongs? Wie? Champ? Wann? Wo? Wie? Wir haben doch alle Möglichkeiten. Wir haben doch alle Onesen und alles. Du hast doch alles damit ausgestattet, Karlchen, Baby. Wir haben doch alle Technik in der Hand, die wir brauchen. Also, der Chef lässt am Telefonieren mit dem Verkäufer von dem Ding. Wir müssen doch jetzt eigentlich nur das orten. Es wäre doch so einfach. Und die Styles, ja natürlich. Also zieh doch Cookie. Oh, wer ist am Schluss hier in allem mit verwickelt? Das nimmt schon wieder Kreise an, Leute. Das ist ja unglaublich spannend hier bei TKKG. Wow, Kunstdieben auf der Spur. Der Hammer.